Hallo, du befindest dich im Rätselbuch der Renaissance von Susanne Albers von mir. Und ich schreibe noch oder ich drehe euch noch eine kleine Einleitung. So, ich habe hier als Titelbild die Engel genommen und jetzt lesen wir mal das einleitende Vorwort, damit du weißt, worum es uns im Rätselbuch geht. In dieser hektischen Zeit empfinde ich jetzt unglaublich wichtig, sich mit einem spannenden Buch in die Ecke zu setzen und einfach mal eine Auszeit zu nehmen. Diese Auszeit kann aber nicht nur Ruhe bedeuten, sondern auch spannend und lehrreich sein. Eigentlich war die Ursprungsidee zu dieser Website ein Manuskript für ein Buch, das ich sogar schon zu Dumont gesandt hatte. Aus vielerlei Gründen habe ich dann nochmal das gesamte Konzept geändert, sodass es schließlich zu der hier vorliegenden Homepage kam, die den Besucher im Gegensatz zu Büchern und anderen Medien kein Geld kosten soll und jederzeit zugänglich ist. Oftmals erwähne ich also den Begriff Buch, wundere ich dich nicht. Dieses Buch möchte ich für junge Menschen schreiben. Vor allem sind es Jugendliche, die in der heutigen technisierten und interaktiven Welt nur wenig mit alten Bildern in Berührung kommen und Schwierigkeiten haben, ja, einen geeigneten Zugang zu finden. Der Text ist bewusst so gehalten, dass ich den Leser oder den Zuschauer mit Du anspreche. Es gestaltet sich sowohl verständlicher als auch persönlicher, ganz zu schweigen davon, dass es einfach mehr Spaß macht. Dieses Buch erzählt von der Renaissance in Europa, speziell in Italien. Die italienische Renaissance beschreibt eine etwa 200 Jahre andauernde Stilrichtung von 1400 bis 1600 nach Christus, die uns nicht nur die schönsten Kunstwerke präsentiert hat, sondern vor allem eine Zeit beschreibt, in der die größten geistigen und naturwissenschaftlichen Erneuerungen seit Christi Geburt stattfanden. Vor der Renaissance gab es die Gotik, danach erst den Manierismus und dann das Zeitalter des Barock. Gemälde aus der Renaissance, und jetzt kommt das Wichtige, können schnell trist und langweilig erscheinen, wenn sie in chronologischer Reihenfolge oder nach Malern sortiert sind. Auch wenn sie noch so schön sind, fehlt uns bei der Betrachtung vielfach ein gewisser Zusammenhang. Daher also dieses Bilderrätsel. Du siehst ein Bild aus einem bestimmten Themenbereich. Dazu liest du ein paar Stichwörter, die eine Hilfe auf dem Lösungsweg darstellen. Wenn du die Seite weiter nach unten ziehst, erhältst du alle hilfreichen und nötigen Erklärungen zu diesem Rätsel. Das wiederum erklärt dir all die W-Fragen, also die Warum-Fragen aus diesem Themenbereich und aus dieser Zeit. So, unter all den Gemälden der Renaissance wirst du Rätsel entdecken, die eher aus dem geschichtlichen und nicht so sehr aus dem künstlerischen Bereich stammen. Diese Geschichtsrätsel dienen als Unterstützung, um die Zusammenhänge besser durchleuchten zu können. Ich denke mal, du wirst feststellen, dass die Bilder nicht ohne Grund entstanden sind, sondern vielfach irgendein historisches Ereignis Pate stand, wenn ein Auftraggeber oder ein Maler ein Thema für das Bild suchten. Kunst und Geschichte müssen nicht immer nur öde und langweilig sein. Es kann auch witzig, spannend oder gar anklagend sein. Du wirst feststellen, dass ich manche Rätsel sehr kritisch beleuchtet habe und du vielleicht eine andere Meinung dazu hast. Schau dir die Fragestellung des Bildes des jeweiligen Rätsels genau an. Versuch dir selbst Gedanken zu machen, was der springende Punkt sein könnte. Sobald du die Seite weiter nach unten ziehst, kommt sofort die Auflösung. Also langsam mit den wilden Pferden. Wenn du ungeduldig wirst, dann hast du zu wenig überlegt. So, und jetzt machen wir nochmal die Übersicht. Du wirst Rätsel zu folgenden Themenbereichen finden. Und ich habe das extra mal so gegliedert. Wir fangen mit geschichtlichen Zusammenhängen an. Okay, das ist wieder dieses Stichwort Geschichte kann doof sein, aber es ist ja wichtig, finde ich, um hinterher den Überblick zu behalten. Dann kommen Darstellungstechniken. Dann Miniaturen, Buchmalerei und Dichtung. Dann kommt die Baukunst, Darstellung von Personen. Was sind Allegorien? Welche Symbole gibt es? Was sind Metaphern? Und dann kommen die kleinen und feinen Besonderheiten.
Hier auf der Website siehst du pro Minute ein neues Beispielrätsel. Wenn du es anklickst, öffnet es sich in einem extra Fenster. Hier zum Beispiel, wer betet hier, ist so ein Rätsel. Neben all den Rätselseiten gibt es auf der Webseite unzählige Seiten zu Themen aus anderen Epochen. Du siehst hier auf jeder Seite das Auswahlfeld. Kein Bock auf Renaissance guckst du hier. Das sind so kleine Lockmittel. Unten auf allen Seiten, auf den anderen Seiten findest du immer eine kleine Rätselfrage zur Renaissance. Mein stiller und heimlicher Wunsch ist, dass du dann auf zum Beispiel einer der Spieltechnik- oder Literaturseiten, ja, die Rätselfrage anklickst und dich von mir verlocken lässt, dich dann doch wieder der Renaissance zu widmen. Ja, und nun wünsche ich dir eine schöne Klick- und Lesezeit. Hier haben wir also das echte Rätselbuch der Renaissance. Ich habe es wirklich, ja, in den Druck geben lassen. Es gibt zwei Exemplare bisher. Und das war die gedruckte Version. Damit habe ich 2003 mit dem Schreiben angefangen. Und 2004 kam es ja zu dieser Website. Das Rätselbuch der Renaissance. So, und jetzt schreibe ich weiter. Diese Seiten sollen mein Beitrag für euch sein. Die Homepage soll, wenn es geht, einfach nur Freude machen und von den Alltäglichkeiten ablenken. Leider bin ich in und in der Punktion und Rechtschreibung nicht so fit, wie es sein sollte. Ich kenne halt noch die alte Rechtschreibung. Und nun, es sind auf der Webseite über 16.000 Seiten, fehlen mir dafür die Nerven. Also ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn also irgendjemand was auffällt oder ich zum Beispiel nicht gendere oder so. Oder eine Frage offen bleibt, dann bitte ich um eine E-Mail an webmaster-susanne-albers.de. Der fundamentale Akt von Freundschaft unter denkenden Wesen besteht darin, einander etwas beizubringen und Wissen gemeinsam zu nutzen. Dieser gute Wille, die Bereitschaft, unserem Nächsten zu helfen, ist genau das, was die Gesellschaft zusammenhält und was sie lebenswert macht. Das sagt Richard Stallman. Und nun noch einmal die Engel von Raphael oder doch nicht. Als Roll-Over-Welt selbst kannte ich diese Version hier gar nicht. Erst als Dan van Husen mir eine E-Mail mit diesem Bildanhang schickte, wurde ich darauf aufmerksam. Also hier die bekifften Engel von Raphael. Und hier haben wir das Original. Und dann gibt es noch eine weitere Variante. Das wäre dieses Bild. Das habe ich auch mal gefunden. So, bis hier lese ich mal.